Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Dessert mitgebracht, das perfekt in die Adventszeit passt oder natürlich auch zum Weihnachtsabend vielleicht, aber auch gerne mal so zwischendrin. Ja, man muss das nicht unbedingt als Dessert nach einem 6-Gänge-Menü machen, weil das ist wirklich was sehr, sehr Leckeres. Wir machen jetzt Lebkuchenmus. Das Rezept ist von unserem Forenmitglied Lilo und Stitch und wir sind sehr gespannt, wie das jetzt wird. Ja, alles, was wir brauchen, sind 200 Gramm von diesen Schokolebkuchen. Ihr kennt die als Herzen, Sterne, Kringel. Ja, wichtig ist nur keine Oblaten. Ja, einfach hier rein, das Ganze 10 Sekunden auf Stufe 6 zerkleinern. Ich habe die vorher schon mal ein bisschen zerrissen, damit der Kessel nicht so viel Arbeit hat. 10 Sekunden, Stufe 6. So, und damit haben wir jetzt 200 Gramm Lebkuchenkrümel. Die füllen wir um, denn als nächstes zerkleinern wir, es ist nicht schlimm, wenn da noch ein bisschen drin ist, da kommt eh gleich noch ein bisschen was rein, aber als nächstes zerkleinern wir Schokolade. Und zwar habe ich 50 Gramm Zartbitterschokolade, also wirklich so mit einem Kakaoanteil von 60-70% und 50 Gramm Vollmilchschokolade. Das wird jetzt ebenfalls zerkleinert, 10 Sekunden auf Stufe 6. Und jetzt mache ich den Deckel drauf, weil ich habe keine Lust jetzt da die Hand drauf zu halten, denn das wird sehr laut. Ich habe so ein Piepen auf dem Ohr. Unsere Schokoladenkrümel, so sieht es dann aus, und dazu kommen jetzt 120 Gramm von diesen Lebkuchenbröseln. Einfach die Waage einstellen, warten bis 0 steht und dann 120 Gramm von den Lebkuchenbröseln da rein. Die restlichen heben wir auf, brauchen wir für die Dekoration. Unsere Mischung schmelzen wir jetzt an, und zwar bei 50 Grad, 2 Minuten, Stufe 1 bis 2. So, wir lassen diese Lebkuchenmasse, das ist jetzt ja nur, ist ja jetzt nicht wirklich flüssig, das sind ja jetzt quasi die angeschmolzenen Krümel, das lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen, so sieht das aus, und dann kommen 500 Gramm Sahne dazu und dann schlagen wir das Ganze auf. Aber erstmal ein bisschen abkühlen lassen. Als nächstes müssen wir laut Rezept 500 Milliliter, 500 Gramm Sahne hinzugeben und das Ganze 30 bis 40 Sekunden aufschlagen. So steht es im Rezept. Ich bin gespannt, weil Sahne schlagen, so generell, ist ja ein Adventure, ja, so beim Thermomix. Da gibt es ja tausende Meinungen, ob es funktioniert, wie es am besten funktioniert, hier mit Rührbesen ins Eisfach. Aber hier geht es ja hauptsächlich um die Mousse. 30 Sekunden, Stufe 6. Man kann übrigens auch diese Sahneersatzflüssigkeiten, da gibt es ja diverse, zum Schlagen nehmen. Dann muss es allerdings ein bisschen länger gerührt werden. So, auf geht's. Ich bin total gespannt, wie es wird. Aha, das klingt interessant. Ja, cool. Ja, geil sieht es aus. Hier. Das ist, hat eine super Dessertkonsistenz. Ich streiche da jetzt mal von der Sahne, was da jetzt oben geblieben ist, noch so ein bisschen runter. Verrühre das jetzt noch so ein bisschen mit dem Spatel. Dann fülle ich das in Gläser. Dann bestreue ich das noch so ein bisschen mit den restlichen Lebkuchenkrümeln. Wir machen es im Kühlschrank. Und dann, nö, ich probiere jetzt schon mal. Muss ja nicht ganz kalt sein. Cool. Das schmeckt wirklich gut. Zu viel. Erstmal umfüllen. Ne? So, ich habe das jetzt hier in diese Weingläser abgefüllt.
Je nach Größe der Gläser, denke ich, kriegt man so 4 bis 6 Portionen. Ja. Aber das ist jetzt hier eine Männerportion. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Es sind ja wirklich jetzt nur 4 Zutaten. Lebkuchen, Vollmilchschokolade, Zartbitterschokolade und Sahne. Und ich muss sagen, es schmeckt total gut. Wirklich. Richtig gut. Wobei, ich glaube, das ist viel zu viel. Also das als Dessert, also es ist schon sehr massig durch die Sahne. Aber mega lecker, muss ich wirklich sagen. Also, liebe Wunderkessel-Freunde, ihr solltet das nachkochen. Ja, es lohnt sich immer, unser Forum zu durchforsten nach originellen Rezepten. Das hier ist das Fundstück der Woche. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt packe, weil ich wollte noch 4 Kilo abnehmen und es fehlen noch 6. Egal, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade für eine Uhrzeit habt, wann ihr dieses Video schaut. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, denn wir probieren sehr, sehr viele und sehr, sehr schöne Rezepte aus unserem Wunderkesselforum hier jede Woche aus. Bis dahin, bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und guten Appetit. Aber ich muss ein bisschen noch essen jetzt, ein bisschen geht noch. Good morning.